Hi, hier ist der Alex. Und der Stefan. Vom Monatsmob. Zwischenstopp, anderen Menschen eine Freude machen. Wir berichten dir, wie es läuft. Und außerdem siehst du ein Praxisbeispiel. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Wie läuft's mit dir bis jetzt, Alex? Gut. Ich muss sagen, der Lächelmonat hat mir echt geholfen. Es ist perfekt, wie man jetzt da drauf aufsetzen kann. Hm. Es ist irgendwie, es ist ganz komisch bei mir. Ich scheine so fast die Situation anzuziehen, wo ich anderen Leuten Freude machen kann, so die letzten Tage. Hm. Es ist so, ich habe mir oft den Kopf zerbrochen, was kann ich jetzt halt eigentlich machen? Und dann ist mir immer so eine Gelegenheit vor die Füße gefallen eigentlich. Hm. Es hat damit angefangen, dass ich irgendwie in der Mittagspause zu Fuß unterwegs war. Und da war eine Frau, die wollte ausparken. Hier stand ein großer Sprinter und sie stand dahinter, hat natürlich nichts gesehen. Normalerweise gehe ich an sowas immer vorbei und denke mir, oh, kann ich jetzt helfen? Soll ich helfen? Was kann ich machen? Und bis ich das durchdacht habe, ist die Situation schon vorbei. Aber diesmal bin ich dann auf die Straße und habe sie halt rausgewunken und habe ihr gesagt, ja, ist alles frei. Und sie hat sich so gefreut, sie saß dann in ihrem kleinen Auto drin und hat gewunken und gewunken und hat dann halt, ja, schon okay. Und bin dann weitergelaufen und dann hat sie halt noch rumgekurbelt und hat mich dann überholt und im Überholen hat sie nochmal so... Also die hat sich schon sehr gefreut. Und ich habe schon geschätzt, dass sie am nächsten Tag wieder auf dich wartet, weil sie es so schön fand. Und ich bin nicht nochmal hingegangen, das kann natürlich sein. Ja, ansonsten, es war dann auch ganz oft irgendwie, ich war ein Wochenende mit Freunden Skifahren. Ich selber bin nicht Ski gefahren, war oben eigentlich an der Gipfelstation, habe Fotos gemacht. Und dann kam auch ein älterer Skifahrer vorbei und hat mich darum gefragt, ob ich ein Foto von ihm machen kann für seinen Sohn, der gerade in China ist. Und der hat sich dann auch total gefreut, habe ich mich noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Hm. Solche Sachen halt irgendwie. Oder dass jemand den Fahrkartenautomaten nicht bedienen konnte und dann gleich mich gesehen hat, kannst du mir mal helfen? Ja, genau. Solche Sachen. Das bei dir, dadurch, dass du mehr außen bist als ich, haben sich auch spontane Sachen ergeben. Ja, und vielleicht so wirklich durch das Lächeln, vielleicht denken sich die Leute, der schaut ganz nett aus, den kann ich ja mal um Hilfe bitten. Hey, das macht viel aus, glaube ich. Ja. Der erste Eindruck ist halt doch recht entscheidend, ob man jemanden anspricht oder nicht. Ja. Bei mir war es eher so, ich habe eher Dinge geplant, wie insgesamt schon mittlerweile 3 Leuten Happy Birthday gesungen am Telefon, was immer eine Herausforderung ist, weil man singt ja doch nicht jeden Tag, also ich zumindest nicht. Aber danach fühle ich mich immer so gut, ne? Wenn du dich dann was getraut hast, wo du am Anfang ein bisschen zittrig bist oder nicht weißt, wie wird das jetzt und das dann gemacht hast und es geklappt hat, das ist dann richtig beflügelnd, das ist richtig geil gewesen. Und was auch eine erwähnenswerte Aktion war, hat meiner Freundin so ein Schreibtischunterlage-Dings gebaut, das hat 3 Stunden gedauert. Also zum Teil sind die Sachen auch zeitaufwendig, die man macht, aber für mich ist es Zeit, die sich in sich zurückzahlt sozusagen. Also es lohnt sich, die Zeit aufzuwenden. Dadurch, dass den anderen Menschen dann ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert wird und die sich halt freuen, und das freut ja uns auch wieder. Genau. Das haben wir, glaube ich, beide auch festgestellt, oder? Ja. Geteilte Freude. Freude ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Und es ist aber nett, dass du es ansprichst, weil man kann jetzt natürlich auf der einen Seite kann man jetzt natürlich auch jeden Tag so größere Aktionen machen, aber es ist halt, wie du schon sagst, es ist zeitaufwendig, wenn man wirklich anderen so richtig durchdachte Geschenke macht oder was selber baut oder so. Hm. Aber auf der anderen Seite geht es ja bloß, also es geht eigentlich in dem Monat bloß darum, dass man ein bisschen mehr macht, als man sonst machen würde und dass es auch von Herzen kommt. Ja. Weil wir jetzt gerade auch in der Gruppe die Diskussion haben, ja, irgendwie wegen Tür aufhalten und freundlich sein und Danke sagen, das ist ja eigentlich nichts Besonderes so ungefähr. Und wenn man sich aber wirklich das mal richtig bewusst macht und nicht einfach nur so Danke, Tschüss, sondern so wirklich Danke und lächelt und das von Herzen kommt, ist was ganz anderes und damit kann man Leuten auch wirklich, denke ich, eine Freude machen. Ja, und wenn man schaut, wie wenig Leute das machen, dass sie einem bewusst die Tür aufhalten, sieht man ja dann doch, dass es nicht die Regel ist, dass das gemacht wird. Genau. Dann werden wir auch schon wieder beim nächsten Thema. Genau, wir sind ja gerade in Berlin, zusammen hier am Geburtstag von einer Freundin gefeiert, muss man auch mal erwähnen.
und haben die Zeit genutzt gestern, die wir hatten, tagüber, und sind in ein Einkaufszentrum gegangen und werden euch jetzt hier auch mal Bilder zeigen von, wie das gestern gelaufen ist, und kommentiert einfach mal dazu, weil wir gestern keine Tonaufnahmen gemacht haben dazu. Und ja, als genau. Erstes sehen wir dich, Alex. Was tust du da? Also ich gehe jetzt mal im Geiste durch, was ich da gemacht habe. Also es war am Potsdamer Platz in so einem Einkaufszentrum an den Arkaden. Und wir haben uns einfach gedacht, wir stellen uns davor hin und stellen uns da mehrere Minuten lang hin und halten einfach jeder Person, die da kommt, die Tür auf. Und eigentlich ist das Türaufhalten nichts Besonderes. Aber das Interessante war halt wirklich, hat schon echt Überwindung gekostet, weil man war da im Prinzip so ein bisschen, auf offenem Platz stand man da eigentlich. Unter allen Augen wurde beobachtet. Da gab es dann auch ein paar Raucher, die so einen Meter davor standen. Das hat sich auch am Anfang ein bisschen komisch angefühlt, da zu stehen und irgendwie teilweise auch nur zu warten und nichts zu machen, nicht zu wissen, was man machen kann. Wenn halt gerade niemand durch die Tür reinkommt. Ja. Genau, aber das Interessante war dann wirklich die Reaktion von den Leuten. Ich habe eigentlich nur positive Reaktionen bekommen, bis auf eine Frau, die mich komplett ignoriert hat und einfach durch die Tür gegangen ist und mich nicht angeschaut hat. Aber sonst super freundliche Reaktionen, sehr viel Lacher und Grinser bekommen. Auch so Kommentare wie, oh, sehr aufmerksam. Die einzige Hürde war auch, dass es dummerweise genau an dieser Stelle so einen automatischen Türknopf gab. Für Rollstuhlfahrer. Ja, eigentlich für Rollstuhlfahrer, aber da eben die Leute nicht damit rechnen, dass ich gerade dastehe und ihnen die Tür aufhalte, gehen sie halt gerne hin und drücken diesen Knopf. Ja. Ja. Wie hast du dich dabei gefühlt oder was hast du für Erfahrungen gemacht? Du hast es ja dann, aber jetzt ist dann der Stefan im Bild, sage ich mal. Stefan hat es dann nach mir gemacht, am gleichen Platz, selbe Stelle. Ja. Dadurch war die Hürde ein bisschen leichter, ein bisschen weniger, weil ich gewusst habe, das hast du gemacht, jetzt muss ich es auch machen. Also das habe ich schon gemerkt. Also das ist, dann macht man es halt einfach. Habe ich jetzt auch so gemacht, aber so war es ein bisschen leichter. Oder ein bisschen verpflichtender. Und ich habe auch das Aufhalten selber war cool. Ich habe gleich den allerersten, dem ich die Tür aufgehalten habe, der hat gleich gesagt, womit habe ich das verdient? Da habe ich gesagt, ja, ich mache halt Leuten gerne eine Freude. Also gleich der Erste hat mich darauf angesprochen und auch die anderen haben gelächelt und hat sich gut angefühlt, Tür aufzumachen. Und aber das Kritische war, wenn nichts los war, dann zu schauen, was macht man hier gerade. Dann steht man da so rum und tänzelt da rum. Ich glaube, das sieht man auch gut auf den Bildern. Und fühlt sich beobachtet von den anderen Leuten. Genau. Und dann fängt halt das Gedankenkarussell an. Ja, was denkt jetzt die Frau über mich? Was tue ich da? Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Also waren wir dann auch irgendwo wurscht dann wieder. Also du hast da sehr viel gelacht und gelächelt. Ja, genau. Also das ist das beste Zeichen dafür, dass es mir Spaß gemacht hat. Ich wollte dann auch gar nicht mehr aufhören. Ich habe nur aufgehört, weil ich mir gedacht habe, jetzt gehen unsere Kamera-Akkus irgendwann nicht leer. Also, gute Sache, werde ich wieder machen. Wobei es allein, glaube ich, schwieriger ist, sich 5 Minuten hinzustellen. Wenn man weiß, da ist jemand anders, der filmt einen gerade und mit dem mache ich die Aktion zusammen, dann tut man sich leicht, dann ist man in der Gruppe. Auf deiner Seite, wenn jemand filmt und dann weiß, man veröffentlicht das jetzt auch noch. Ja, stimmt, aber das ist das Gruppending, was ich meine. Aber das Gruppending, auf jeden Fall. Da macht man nicht so gerne einen Rückzieher, wenn noch jemand anderes dabei ist. Ja. Wo wir wieder beim Thema wären, Leute, sucht euch einen Umsetzungspartner. Richtig. Und natürlich hat das jetzt auch den Effekt gehabt mit dem Freudemachen, das Türaufhalten, aber auf der anderen Seite war es auch irgendwie eine Überwindung halt für die Komfortzone, weil das halt einfach komisch war, da so alleine davor rumzulungern vor der Tür. Ja, ja, genau. Einen Hund haben wir sicherlich auch gesehen bei der ersten Aktion, oder? Bestimmt. Wir haben auch einen Hund die Tür aufgehalten, da bin ich mir sicher. Ja, ansonsten hinterlasst vielleicht mal einen Kommentar, wie ihr das so findet. Wir wollen eigentlich öfters jetzt auch mal Praxisbeispiele zeigen, so wie neulich schon mit einem Anlächelvideo. Ja. Und macht weiterhin anderen Leuten eine Freude und berichtet in unseren Kommunikationskanälen darüber. Wir haben gestern viel Spaß gehabt und wir sind im Monatsmob. Genau. Peace. Bis dann. Ciao. Monatsmob.